Arne Wessel, wir sind hier in der Solawi Wildwuchs Gärtnerei und das Ganze war mal die Baumschule von unserem Vater. Also ich mache die Gärtnerei zusammen mit meiner Schwester und wir sind jetzt seit 2 Jahren eine Solawi. Ja, hallo, ich bin Barbara Giebers, ich bin ein Mitglied der Solidarischen Landwirtschaft Gemeinschaftsgärtnerei Wildwuchs e.V. Wir sind hier im Hannover Land, die erste solidarische Landwirtschaft, gegründet letztes Jahr im Februar 2012. Wir sind bestrebt, die ursprüngliche naturnahe bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten. Und somit tun wir uns als Verbraucher mit Gärtnern, Landwirten zusammen und durch unseren finanziellen Beitrag und auch Arbeitseinsatz leisten wir einfach dafür den Erhalt der Landwirtschaft und dass eben auch die Gärtner gut davon leben können. Also weil einfach kleine Betriebe sonst unrentabel werden mit der Zeit und aufgeben müssen. Dazu haben wir hier eine vegane Landwirtschaft. Das heißt, wir haben keinen Dünger von irgendwelchen Tieren, Mist oder solche Sachen. Das ist nochmal eine ganz besondere Form der Landwirtschaft. Naja, im Wesentlichen ist es halt, dass man auf tierische Düngemittel verzichtet. Und wir düngen zurzeit mit Ackerbodenschrot, haben auch schon Phytogran und Phytopellets eingesetzt. Das sind Rückstände aus der Malzproduktion, glaube ich, also auch pflanzliche Produkte. Und meine Schwester ist überzeugte Veganerin und ich habe eigentlich als Hauptgrund dafür, dass immer noch so die Hornmehl, Haarmehlpellets und so weiter, das sind alles quasi Rückstände oder Abfall aus der Verarbeitung, aus der Massentierhaltung, von der ich auch überhaupt gar nichts halte. Und damit wird dann quasi das Gemüse gedüngt, was dann auch als Biogemüse verkauft wird. Und das wollten wir so nicht. Insofern haben wir da einen anderen Weg gesucht und dann bleibt quasi nur das Vegane im Endeffekt. Also mit pflanzlichen Dünger sozusagen zu arbeiten. Wir machen auch eine Vierfelderwirtschaft und sind da auch noch, sage ich mal, am Erproben und Ausprobieren und auch noch offen für Neues in dem Bereich. Aber bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt. Das heißt, mit den Ernteerträgen seid ihr auch zufrieden? Ja. Wir haben im Vorfeld Infoveranstaltungen gemacht. Das Ganze ist ja nicht sehr bekannt. Also man muss den Leuten erstmal vermitteln, was wir da machen. Und es gibt Gott sei Dank genügend Idealisten und Leute, die neue Wege gehen wollen, die auch mehr Autarkie wollen und die auch wissen, wer baut mein Gemüse an, wo wird es angebaut und wie, sodass wir da auch genügend Leute zusammenbekommen haben. Wir haben dieses Jahr auf 85 erhöht. Ich sag mal, mit unserer Fläche von 5,5 Hektar sind etwa 100 Anteile möglich. Wir haben immerhin auch einen gewissen Teil brachliegen. Wir machen ja eine Gründüngung, das muss man immer mit einrechnen. Letztendlich bezahlen wir nicht das Gemüse, wir kaufen hier nicht ein, sondern wir erhalten diesen Hof mit allem drum und dran und letztendlich teilen wir uns dann das Gemüse. Also eigentlich ist das Gemüse gratis. Also ich bin halt so eine Vollblut-Solawistin, also ich habe das ja ins Prinzip mitgeboren und bin dieses Jahr auch voll dabei, so mehr so was das Organisieren angeht. Ich bin ja im Vereinsvorstand und auch ab und zu mal in der Gärtnerei und da ist so eine Verbindung da, die ist so stark, auch zum Gemüse, zur Erde, zu unserem Gärtnerteam, die alle so klasse sind und das mit so einer Überzeugung machen, dass es auch mitreißt. Und es wird eigentlich immer intensiver. Ich kann natürlich erstmal nur für mich sprechen. Das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Es gibt bestimmt auch Leute, die waren noch nie hier, obwohl sie Mitglied sind. Und es gibt andere, die wahnsinnig gern hier mal auf dem Acker mitarbeiten. Oder auch, wir haben ja noch viele andere Sachen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen. Es ist einfach eine tolle, man fühlt sich so Pionier, wie so ein Pionier, also es ist irgendwie super. Okay, ich bin normalerweise auch nicht hier.
Ja. Nur weil ihr heute da seid und so. Ja, wer sortiert das sonst? Nee, ich sortiere das nicht. Ich habe hier mein Zeug rausgeholt. Okay, also das heißt... Ja, also wenn du da vielleicht mal hingeschwenkt hast, ich habe 3 große Tüten Gemüse. Mein Kühlschrank ist begrenzt und da ist auch eine Wassermelone gerade noch drin und noch eine Suppe. Ich weiß immer gar nicht, also heute ist echt viel, auch Salat und Zeug, wo ich es unterbringen soll. Man kann natürlich auch mal ein bisschen was verschenken und wenn man es nicht schafft, also es ist natürlich alles an einem Tag frisch und das reicht dann die ganze Woche, da muss man halt auch mal gucken, erst einen Salat und später dann die Bohnen oder so. Im Winter ist es natürlich eingeschränkt, Tomaten sollte es eigentlich immer geben, gibt es aber leider nicht. Da gibt es halt viel Kohl und Rüben und solche Sachen. Und es gibt auch mal einen Monat gar nichts. Dieses Jahr war es sogar länger durch den Mai, also diesen verlängerten Winter. Für mich gibt es total neue Geschmackserlebnisse. Ich habe noch nie Steckrüben gegessen. Dieses Jahr das erste Mal. Und lerne einfach ganz neue Sachen kennen. Und dann, okay, dann ist da irgendwie der Kohl, dann denke ich auch schon wieder ein Kohl. Was machst du denn jetzt damit? Guckst mal im Internet. Ach, das kann man ja auch machen. Ja, super. Und Rotkohl habe ich jetzt eingekocht, das erste Mal in meinem Leben. Also man lebt so eben saisonal, so was halt gerade da ist. Dass natürlich nicht die Erdbeeren oder Tomaten rund ums Jahr sind. Und das finde ich sehr bereichernd auch. Und ich empfinde mehr Wertschätzung gegenüber den Nahrungsmitteln. Das heißt, die Profi-Solavistas sind dann diejenigen, die das Sauerkraut selber machen? Ja. Danke dir.